So, hi, hallo. Ne, so, nachdem ich mich im letzten Video für die ganzen netten Kommentare bedankt habe, habe ich auch direkt mal einen nicht so netten kassiert. Ja. So, aber Ying nicht ohne Yang. Deswegen habe ich auch kein Problem, mich mal mit einem negativen Kommentar auseinanderzusetzen. So, so Severus Snape, so, du hast kommentiert, dass das alles Schwachsinn ist, dass man an meiner Bewegung schon sieht, dass ich gar nichts verstanden habe. Ne? Dass es lächerlich wäre, hier einen auf Experten zu machen hier. Ne? So, und dass ich doch gefälligst die anderen in Ruhe lassen soll. Ja? Ich soll also die Täter ihre Taten begehen lassen, hier ungeahndet. So, ja, das mit dem Schwachsinn, so liegt immer im Auge des Betrachters, ne? Also, wenn das für dich Schwachsinn ist, dann verschwende nicht deine Zeit, so, ne? Also, ich will ja auch nicht sagen, aber ich hab doch hier auch keiner gefragt, jo. Ja, was fange ich nur mit Ihnen an? So, und dass man an meiner Bewegung schon sehen kann, dass ich gar nichts verstanden habe, so, da gebe ich dir vollkommen recht, ne? So, ich habe gar nicht verstanden. Das ist dependent from the option. Gar nicht verstanden. Princess, like you can see here, concentrated. Und hier das mit dem Experten, so, ne? Ich weiß nicht, was macht denn einen zum Experten? Ne? 20 Jahre akribische Recherche mit Blick für jedes Detail, ja, und im Ausgleich dazu sich am besten noch einen asiatischen Lehrer nehmen, der einem die fernöstliche Perspektive eröffnet. Im Westen, vor allem eben in den letzten 300 Jahren, rasen die mit Taschenlampen durch das Universum. Können immer nur, siehe scharfer Blick, ein Detail. Der fernöstliche Mensch macht oben am Universum eine Deckenlampe an. Die strahlt natürlich ein bisschen diffuser. Also sieht er alles, aber vage. Also kriegt er eine Ahnung von den großen Zusammenhängen, die der westliche Wissenschaftler nicht bekommen kann. Und der auch noch ganz andere Kontakte nach Asien hat, als wir Quailos hier, oder? So, oder muss einem das ganze brisante Material vorliegen, so, ne? Die oder Stasi-Akten hier, ne? Schon seit 1980 hier. Mit dem Top-Secret-Shit hier, mit dem Stuff, was gar keiner wissen soll. Oder jemand, der das Wing Chun-System vollständig dechiffriert hat, Komplexität erklärbar gemacht hat, das Wing Chun in eine mathematische Formel gepackt hat, die Hypothese empirisch bewiesen hat und danach auf Augenhöhe mit seinem Wing Chun durch die MMA-Gyms strikt. Experte. Pff. So, ich habe ganz andere Probleme hier. Letztens hier, ne, erste Satz Holzpuppe hier, ne, mit dem Liver Strike, so, ne, da habe ich mit dem Bonsau nicht genug Druck aufgebaut, dass ich mit dem Tarnsau unter den Ellbogen kommen wollen wollte, bin ich immer rausgeflutscht, so. So, guck mal, das sind so meine Probleme. So, wenn du sagst, ich soll die ganzen Wing Chuner so in Ruhe lassen. Och nee. Warum? Doch was zu verbergen oder was hier? Ne? So bist du auch so einer wie der oder was? Guck mal, das kann ich nicht. Ja? So, der Wing Chun Wissenschaft zuliebe müssen wir das auseinandernehmen, demontieren, ja, aufarbeiten, so was da alles so gelaufen ist. Und solange keiner kommt und meine Wing Chun Forschung für die nächsten 5 Jahre finanziert, ja, und mich dadurch zu Verschwiegenheit und Exklusivität verpflichtet, so muss ich halt weiter Aufklärungsarbeit mit der Touch-Enthüllungsjournalismus betreiben, ja, um Gleichgesinnte zu finden, ne, mit denen ich das alles so durchziehen kann. Listen to me now. Ich weiß gar nicht, was du hast, so, ne? Ich beurteile alles mit dem weichen Blick. Sehen Sie, das ist der weiche Blick? Ja, ich lasse all die dreckigen, schmutzigen Details, die alle auch stattgefunden haben, die lasse ich aber komplett weg. Das ist der harte Blick. So, dass wir einen Blick auf das große Ganze werfen können.
Ja, so, ich will eher Verständnis hervorrufen, so, ne? Selbstreflexion, so dass die Leute akzeptieren, okay, da ist was falsch gelaufen. Das muss man ändern. Und das können wir so und so machen, ja? So, und deswegen weiß ich nicht, worüber du dich beschwerst, weil ich mich über Kernspecht und William Choing lustig gemacht habe oder was. Seine Magic Hands mit einem von seinen Meistern, der im Roten, das ist einer von den seinen Meistern, die er hochgezogen hat. So, pass auf. Jawohl, das war sein Super Saiyajin Schubsen hier, boah. Guck mal, das hat Mutante hier auch mal kommentiert und hat geschrieben, so, ja, für Leute, die auf dicke Hose machen und gar nichts drauf haben, so, ne, findet man einfach nicht immer nette Worte. So, was soll ich dir sagen? So, ich mache ganz genau so weiter. Ich denke mal, das läuft recht fair ab, ja. So, und ich glaube nicht, dass du ins Gym kommen willst, um mich davon abzuhalten, oder? Okay.